Jawohl, hey ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu Dead Spatze. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiter geht's mit diesem wunderschönen, überhaupt nicht gruseligen Spiel. Jawohl. War hier noch was drin? Achso, nee. Ach so, jetzt kommt der Shit. Ja, stimmt. Ja. Dann wollen wir mal, I guess. Oh Mann, das wird eine richtige Scheiße hier. Ah ja, schauen wir mal. Schwerelosigkeit aktiviert. Na, das sieht ja super aus. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Oh Gott! Aua! Scheiße. Strike? Ah! Kann ich irgendwie ausweichen? Boah, scheinbar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier abschießen muss. Ah. Okay, ich weiß, was ich abschießen muss. Nice. Ich hole Luft. AAS-Kanone zerstört. AA? So wie AA-Kaka? Oh shit! Oh, what the fuck, Alter. Okay, das ist interessant, aber. Ja, okay. AAS-Kanone zerstört. Oh mein Gott! What? Digga. Das hier für eine Scheiße. Oh no. Der macht seinen Scheiß. Wow, 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 wow. Aua. Boah, macht das alles einen Schaden, Leute. Aua. Oh, Alter. Au. Alter, der hat mich zerfetzt. Du willst mich doch verarschen, als ob der mich zerfetzt hat. Hä? Ein so ein scheiß Ball-Explosionsding zerfetzt mich? Alter. Nee, eigentlich nicht. Wurde der vorher schon von einem getroffen. Warum hat der denn jetzt so viel Schaden gemacht? Holy shit, ey. Oh, Entschuldigung. Ist ja voll kacke. Wow, wow, wow. Ach du Kacke. Warnung. AAS-Kanone zerstört. Ja. Hau mal los. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Das war fucking knapp. Warnung. AAS-Kanone zerstört. Aua. Oh, die Dinger sind so scheiße. Ich sie zerstören? Ah ja, kann ich. Krass. Okay, cool. Das wusste ich nicht. Ja, als ob der jetzt oben lang geht. No way. Alter. Oh scheiße, keine Luft mehr. Oh fuck, er kommt wieder. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Uhuhu.
Holy. Manuelle Zielerfassung aktiviert. Was? Ja! Aua! Wir haben ihn! Alter! Ist er tot? Tot und weg. Ich versuche es nochmal mit der manuellen Entriegelung der Antenne. Tu es. Die Übertragung ist einsatzbereit. Alter, holy shit, ey. Was ein Pi. Alter, gib dir das. 10 Kilotonnen fallen jetzt ins Weltall rein. Oh shit, ja, ich brauche Luft. Fuck. Oh fuck. Alter, ey. Das war fucking wild. Not gonna lie here. Schwerelosigkeit deaktiviert. Alter, das war nice, Mann. Das war echt nice. Erstmal speichern. Hat mich doch ein bisschen Leben gekostet, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube schon. Mal kurz gucken. Och ja, wir haben aber noch. Das sieht noch gut aus. So. Dann erneut. Ja, endlich! USM Valor, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Öffnet nicht die Rettungskapsel. Ich wiederhole, öffnet nicht die Rettungskapsel. Verstanden? Schon passiert, scheiße. Alter, fuck! Was geht hier ab, Alter? Oh mein Gott! Darius, was ist passiert? Irgendwas hat uns durchgeschüttelt. Was war das? Ein Asteroid? Die Dinger sind jetzt auf der Welle. Einem Rettungsschiff. Sie fanden deine Kapsel. Und das, was mal Chen war. Verfluchte Scheiße! Die Welle ist hinüber. Bis ein anderes Schiff das SOS-Signal empfängt, sind wir längst tot. Nein, das wollte ich euch sagen. Ich habe ein Shuttle auf dem Besatzungsdeck gefunden. Voll intakt. Im Logbuch steht, dass der Singularitätskern des Shuttles fehlt. Das hilft nicht. Stopp. Vielleicht doch. Wenn der Singularitätskern der Welle noch in Ordnung ist, könnte ich ihn bergen und in das Shuttle einbauen. Und dann sind wir raus hier. Wo ist die Welle jetzt? Bei der Kommunikation. Position halten. Isaac, ich schnapp mir einen Anzug und gehe auf die Welle. Wir treffen uns dort und finden den Kern. Die CEC darf gerne warten. Ich rette, was ich kann. Okay. Eintritt in Vakuum. Oh ja, eine Runde durchs All, Leute. Geil. Ich mag diese Freiflüge. Oh, darüber, hä? Ah. Ich finde das nice. Ja, nice finde ich das, muss ich sagen. Isaac, ich bin an Bord. Die Welle ist kaputt, aber ich kann die Brücke erreichen. Was war denn das? Schwerelosigkeit deaktiviert. Kapitel 8 fertig. Tod bei Ankunft. Oh, da ist so eine Power-Note drin. Oh no, hätte ich da auf die andere... Nee, das kann er gar nicht. Nee, nee. Ha, erstmal speichern, Leute. Oh ja, das klingt ja super.
Dann er weggelaufen eben. Isaac, wir haben ein Problem. Die Bella hat einen 12 Megaton Sprengkopf an Bord. Der Torpedoraum wurde schwer getroffen. Du musst dich sofort um die Atombombe kümmern, bevor sie hochgeht. Kümmern? 12 Megaton? Du weißt schon, dass ich kein Atomtechniker bin. Du musst nur den Sprengkopf stabilisieren und ihn entsorgen, aber nicht in Richtung die Ishimura. Oh Mann, Hammond. Du hast doch noch nie Monster mit einem Plasma-Cutter zerlegt. Bisher hast du alles geschafft. Alter. Okay, eine fucking Atombombe. Ja, why not? Oh, nice. Wait, what? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Der ist noch nicht tot. Jetzt. Was ist das für eine Scheiße? Hä? Was ist das für ein ekliges Vieh? Die Soldaten haben wohl Stase-Einheiten dabei. Als sie sich verwandelt haben, verschmolzen diese Einheiten mit ihren Körpern. Haben sie verändert. Sie sind verdammt schnell, Isaac. Sei wachsam. Ja, hab ich gesehen. Holy shit. Die sind da richtig ekelhaft. Ist das Fahrstuhl? Das ist Fahrstuhl, ne? Oh ja, ja, ja. Der Besprechungsraum, das sieht auch alles nicht mehr so gut aus hier. Alles ein bisschen kaputt. Aber gut, hier ist ja auch einfach ein fucking Schiff reingekracht. Jetzt haben wir hier Audiolog. Commander Kerrigan an das gesamte Personal. Wir wurden von feindlichen Kräften geentert. Es handelt sich um Außerirdische. Ich wiederhole, Außerirdische. Und sie sind extrem gefährlich. Alles zu den Waffen. Feuer frei. Aha. Was haben wir hier? Verschlusssache. Priorität schwarz an Commander F. Kerrigan. Chief of Staff Erdverteidigung. Oder Staff. Operation oder Operation Weißes Licht. Standort Aegis System. Aegis 6. 7. Meinte ich. Ziel gründliche Reinigung. Das CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen den Systemisolationsbefehl von EarthGov. Es wird angenommen, dass es Marker 3A geborgen hat. Spezialkräfte haben das System bestätigt, konnten aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Empfehlung der Spezialkräfte. Lassen Sie äußerste Vorsicht walten. Wenn Marker 3A geborgen wurde, ist eine Infektion an Bord ein ernstzunehmendes Risiko. Einsatzbefehle. Setzen Sie den Shockpoint-Antrieb zum Aegis-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Cross. Cross, cross. Brauche ich das Ding? Oh shit. War das nicht so gut? Stirb! Oh mein Gott, was wird denn hier alles verwandelt? Digga, wow! Das ist so sehr. Ach so. Hä? Komm, wir hauen hier ab. Was? Geht nicht mehr? Lol. Ich hab den doch da rausgenommen. Ich muss sie tauschen. Aber wahrscheinlich wäre ich hier reingegangen und dann hätte er gesagt, ja, ja, geht nicht mehr. Ich sag's dir. Oh, wie sie alle warten. Ja.
Aua. Alter, das ist doch ein Witz, Leute. Aua. Schluss jetzt. Liegen geblieben. Alter Schwede, ey. Leck mich am Arsch. Scheiß Viecher. Offizier der Ishimura. Ich habe den Marker für die Kirche untersucht. Ich spreche nicht mehr mit Ornithologen. Aber der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht ab! Ach nein! Hm. Ja. Speichern jetzt mal ab, sicherheitshalber. Alter, hier sieht's ja aus. Crazy shit. Oh shit. Ah, okay. Okay, ich verstehe schon. Habe ich verstanden. Ich muss mal kurz was trinken. Radioaktive Strahlung. Okay. Ihr seid ja fies hier, dass ihr hier so eine Gegner hier macht, ihr Miesen. Zum Abwerfen des Sprengkopfs erforderliche Energie. Ah, okay. Tja, die kriege ich woher? Entsorge den Sprengkopf. Okay. Krieg ich denn so eine Batterie her? Hier ist alles dicht. Hm. Ich sehe leider die Batterie nicht. Ah! Never mind.
Okay. Jetzt weiß ich trotzdem nicht weiter. Und jetzt? Die Halterungen müssen vor Abwurf des Sprengkopfs gelöst werden. Ja. Egal. Alle oder... Wir werfen einfach eine fucking Atombombe ab. Das ist krass, Mann. Okay, der Sprengkopf ist weg. Hammond, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Vella nur auf Patrouille war, warum hatte sie dann eine Atombombe an Bord? Und wenn sie ein Ziel hatte... Was ist da noch hier draußen außer uns? Ja, ich weiß. Ich lade gerade den Munitionsbericht herunter. Ich mache dir den Weg zum Maschinenraum frei. Hol den Singularitätskern und lass uns von hier verschwinden. Okay. Alter, das war fucking geil. Holy shit. Das war echt cool gerade. Mein Gott. Oh no, nicht die. Alter. Können wir noch mal kurz hier gucken. Okay, nice. Oh ne, jetzt sind die Schnellen wieder, ne? Ja. Oh. Oh, die hasse ich aber echt, Alter. Oh. Fürchterlich, diese Viecher. Also wirklich, die sind richtig ekelhaft. Vor denen habe ich Angst. Ich mag das nicht, wenn so... Gegner sehr schnell und so blitzen und es ist ekelhaft. Na, es ist richtig eklig. Damit habe ich auch mal ein sehr Problem bei Horrorfilmen. Wenn. Wird auch immer gerne damit gearbeitet, wenn Gegner halt nicht so klar sichtbar sind und irgendwie. Weißt du, so nach dem Motto, du hast einen langen Gang mit Licht. Und dann steht da einer und dann geht das Licht aus und dann steht er irgendwie. Lichter vor dir oder so, finde ich ganz grauenhaft. Sowas finde ich ganz ekelhaft. Das ist eigentlich, das ist ja super einfach zu machen so. Aber ich weiß nicht, das ist so ein, weiß nicht, so ein billiges Ding. Das funktioniert bei mir so extrem gut. Ich mag das gar nicht. Das ist echt, guck mal, das ist hier eine Firing Range. Was ist, oder was? Was ist das hier? Voll crazy aus, ja. Ist einfach eine Range. Schieß dann. Mit scharfer Munition. Sehr lustig. Oh no. Unbekannte biologische Gefährdung. Artikel 1.
Ich will doch nur cool schießen auf dem Schießstand. Oh, ich hasse diese Viecher. Oh, irgendwo hinter mir. Oh, alles wird hier so widerstandsfähig aktuell. Voll krass. Okay, okay, okay. Die machen aber ganz schön viel Damage. Ich bin fast tot. Aua. Haben wir's. Ja, Schießstand außer Betrieb. Der ist gut. Alter, holy fuck. Das war mehr Schießstand, als ich wollte, ey. Aber cool, actually. Cool, das ist einfach, Sorry, dass du hier einfach so eine Überraschung hast, sag ich mal. Na, guck mal, dafür habe ich jetzt hier Belohnung gekriegt. Hey. Nice. Hat sich gelohnt. Sehr cool. Das war cool. Wollen wir nochmal speichern kurz? War doch hier, ne? Ja. Wollen wir mal ganz kurz speichern. Ei, ei, ei. Ah ja. Klar. Er läuft hier einfach durch. Oh Gott. Oh shit, ich bin dann auf Flammenwerfer. Kann ich den nicht ausschalten hier irgendwo? Ah. Isaac, hörst du das? Das ist Chen. Da auf dem Ricklink. Hab ich ihn lebendig eingeschlossen? Chen ist tot. Das weißt du. Ich kenn doch meinen verdammten Corporate. Chen, komm rein. Ah ja, Leute, Mensch, wir machen Schluss. Sorry.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Dead Spatze.